Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Secret Files Tunguska. Wir sind in der letzten Folge, wie schon fast erwartet, entführt worden, beziehungsweise auch übers Ohr gehauen worden von diesen Sergei, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie er jetzt hieß. Und befinden uns jetzt hier im Raum. Ich sehe übrigens gerade da oben ist auch eine Kamera, die uns wahrscheinlich beobachtet. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir jetzt fliehen können. Eine Videokamera im Bad? Hier würde ich nicht duschen wollen. Da komme ich nicht ran. Ja, das ist mir schon klar. Dann nimm mal den Pömpel, aber ich glaube, dann kommst du auch nicht dran, ne? Unsere ganzen Sachen sind übrigens. Hallo, meine Maus ist wieder im falschen Fenster. Sind übrigens mittlerweile auch Ich habe komplett nicht wirklich woanders. übermäßig Lust, mich jetzt als Klempner zu betätigen. Eigentlich will ich hier nur raus. Mal schauen. Eine Wanne mit heißem Wasser, ein Glas Rotwein und jemand, der mir den Rücken massiert. Ich glaube, ich will nach Hause. Ja. Und dann mit dem Max zusammen in die Wanne steigen. Ich weiß, ich weiß. Papierhandtücher. Können wir davon welche stibitzen? Brauchen wir die überhaupt für irgendwas? Okay. Ich denke mal, das war's hier in dem Raum, oder? Oh, es war weniger, als ich dachte. Okay. So, das sieht irgendwie sehr technisch aus. Was soll das denn hier sein? Ach, ich wollte gerade sagen, Lochstampfer oder so. Das sieht so komisch aus. Das sieht doch nicht aus wie eine Bohrmaschine. Okay, einen Schrank haben wir hier noch. Ich nehme mal alles mit, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Das ist immer gut. Was haben wir denn hier? Silikon. Damit kann man Fenster abdichten oder Rettungsschwimmerin im Fernsehen werden. Ja, das war jetzt gerade auch mein erster Gedanke. Irgendwas? Was soll denn irgendwas sein? Erinnert mich an das Teil, das ich in Moskau am Bahnhof gefunden habe. Scheint mittlerweile in Serienproduktion gegangen zu sein, jetzt sogar mit Gummiummantelung am Griff. Okay. Soll das eine Zange oder sowas darstellen? Ich meine, keine Ahnung. Ein Gewindeschneider, okay. Ich habe eine vage Vermutung. Damit kann man Gewinde schneiden. Nee, echt? Ich weiß, sehr gewagte Vermutung, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Die hat, glaube ich, noch nicht allzu viel handwerklich gemacht, nehme ich mal an. So, Schraubstock ist alles schön und gut, aber brauchen wir den? Also, wir brauchen ihn wahrscheinlich, aber wofür? Ein Schraubstock. Standardausrüstung jeder halbwegs gut ausgestatteten Werkstatt. Ja, kommt aber auch ein bisschen auf die Qualität an. Ach, hier ist eine Metallplatte. Eine Metallplatte. Können wir die mitnehmen? Okay. Was mache ich jetzt mit der Metallplatte? Ich schaue mich erstmal noch ein bisschen im Brutkasten. Durch die Glasplatte kann man ein einzelnes Ei erkennen. Öffnen lässt sich das Gerät Ach, wohl über da. das Tastenfeld. Mal wieder. Ja, was heißt mal wieder? Aber der zeigt mir kein Tastenfeld an. Die Zahlenkombination kenne ich nicht, und wenn ich die Scheibe einfach zerschlage, wird der Inhalt durch die herunterfallenden Glassplitter wohl auch gleich mit zerstört werden. Ja, die Frage ist nur, brauchen wir den Inhalt überhaupt? Kann man das irgendwie so wegziehen oder Die so? Zahlenkombination kenne ich nicht, und wenn ich die Scheibe einfach zerschlage, wird der Inhalt durch die herunterfallenden Glassplitter wohl auch gleich mit zerstört werden. Ja, nicht wirklich. Wenn sie hier festhält und hier vorne was zerschlägt, dann wird er ja nichts kaputt. Also wird das Ei nicht zerstört werden. Das ist jetzt ein bisschen schwachsinnig. Naja, gut. Wir haben hier Silikon. Das fügt aber was zusammen und macht nichts kaputt. Ist die Frage, Die sollen wir das Glasscheibe jetzt. kriege ich mit dem Pümpel nicht rausgerissen. Ich nehme ihn einfach mal wieder mit. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir den da in der Kombination brauchen. Brauchen wir das andere Zeug hier irgendwie in einer gewissen Kombination? Hier irgendwo was? Keine Ahnung. Zange vielleicht hier mit irgendwas verbinden? Wahrscheinlich muss ich hier irgend so ein total abstraktes Gebilde herstellen. Können wir die Platte, die können wir hier einlegen. Okay. Als nächstes hätte ich es mit dem Schraubstock versucht. Aber okay, wenn das schon da klappt. So, können wir das jetzt so schon benutzen? Der Bohrer schlägt Funken auf der Metallplatte. Das heißt, was?
Papiertücher wären ja ziemlich bescheuert, wenn man die jetzt unterm Bohrer liegen würde, ne? Ich meine, Pömpel ist noch bescheuerter, aber ich gehe mal trotzdem alles hier durch. Hat es nicht gerade. Dein Ernst jetzt? Mit Papiertüchern? Das brennt doch. Wollt ihr mich veräppeln? Der Funkenschlag des Bohrers hat das Papier in Brand gesetzt. Ah, ja, habe ich auch gerade gedacht. Wahrscheinlich brauchen wir brennendes Papier, um die Scheibe zu öffnen. Nein, das wahrscheinlich eher nicht. Übrigens, die Tür könnten wir mal eben gucken, ob wir da durchgehen können. Können wir da irgendwas holen? Ach, ich sehe gerade Die noch was Tür ist anderes. verschlossen. Da hängt noch ein Schlüssel. Aber jetzt haben wir wirklich alles hier entdeckt, oder? Ja. Was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? Der gehört ja eigentlich, wenn man ihn nicht benutzt, entweder eine Schraubzwinge, wenn man ihn bearbeiten will. Könnte so eine Art Generalschlüssel sein, der in der Werkstatt dann bei Bedarf nachgemacht werden kann. Okay, probieren wir einfach mal aus. Das Schloss ist völlig vereist, den kriege ich da nicht rein. Ah, vereist. Könnte man den heiß machen eventuell? Mittlerweile sollte ich eigentlich gelernt haben, dass ich metallische Gegenstände nicht einfach so ins Feuer Ja. halten kann, ohne mir die Finger zu verbrennen. Naja, sagen wir es mal so, es geht schon, aber wahrscheinlich jetzt nicht in der Länge und in der Größenordnung, wie das jetzt mit dem Schlüssel möglich ist. Vor allen Dingen auch die Länge, die sie braucht, um da hin und her zu laufen. Kann man das Ding denn damit kombinieren irgendwie? Auch nicht. Okay, kann man das mit irgendetwas hier kombinieren? Nee. Kann ich mit dem Schraubstock irgendwas machen? Kann ich das Ding aufkratzen vielleicht? Auch nicht. Kann ich mit dem Schlüssel irgendetwas machen? Oh, wollt ihr mich verarschen? Brennendes Papier. Das wäre jetzt keine gute Idee, aber ich meine, gut, ist ein Adventure, da muss man alles ausprobieren. Okay. Ich kann das Ding nur auf dem Brutkasten machen. Das ist. Weiß auch nicht. Ach, das kann man reinmachen? Ja. Und nun? Ein Schraubstock. Standardausrüstung jeder halbwegs gut Ist das ausgestatteten denn jetzt? Werkstatt. Ach, ich habe das jetzt verbogen. Ach Hinten so. Griff mit Gummi dran, vorne verbogene Gabel. Hübsch. Kriege ich da das Ding rein? Ah, okay. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie es schon verbogen hatte hier. Ich erfriere gleich, aber zumindest ist im Schlüssel jetzt schön warm. Ne? Finde ich auch. Und dann müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass du jetzt irgendwo hinkommst, wo es nicht so kalt ist. Die Frage ist nur, brauchen wir dieses komische Ei? Der heiße Schlüssel schmilzt das Eis. So, jetzt ist das Schloss offen. Und was ist in dem Ei drin? Das wäre dann auch noch die nächste Frage. Oh, scheiße. Okay. Ich Zahlenfeld. vermute mal, dass man über die Zahleneingabe eine Brücke zum Raum auf der anderen Seite rausfahren kann. Wäre logisch, sieht man oft in Science-Fiction-Filmen. Was ist das Ein hier? Lastenaufzug. Von hier aus gibt es aber anscheinend keine Möglichkeit, den Aufzug hochzuholen. Sicher? Moment, hier ist noch eine Treppe. Bin ich von da jetzt gekommen? Nee. Ich bin jetzt da, wo die vorhin Ich glaube, waren. das ist eine Wasserpumpe. Sie läuft aber nicht. Ist bestimmt verantwortlich für fließendes Wasser und die Heizung. Deswegen ist es hier drin wohl auch so kalt. Gibt keinen Mucks von sich. Da stimmt was nicht. Okay. Schalter. Wir wissen noch nicht, Passiert was es ist, nichts. aber Hauptsache mal einen Vielleicht ist der Knopf Schalter drücken. kaputt. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Okay. Der Lastenaufzug macht keinen sehr stabilen Eindruck. Eins der Seile Ach. ist schon gerissen. Das daneben sieht auch nicht aus, als ob es noch lange halten würde. Ich verstehe, wir sind jetzt quasi in der Plattform da drunter. Wir sind ja die Treppe runtergegangen. Ja, entweder müssen wir das hier runterkriegen, was ich. Oh, hier ist eine Angel. Was ich eher vermute, und jetzt werdet ihr lachen, ich wollte gerade noch sagen, oder wir müssen uns die Sachen irgendwie da hochangeln.
Aber ob das jetzt mit einer Angel möglich ist, das weiß ich jetzt nicht. Hier steht jetzt Exit nach rechts. Moment. Das Salz. bisschen reicht gerade mal für ein Frühstücksei. Ja, nimm es trotzdem Das mit. bisschen reicht gerade mal für ein Frühstücksei. Oh, ist das dein Salz Ernst? kommt wohl aus dem Sack da oben. Ach so, okay. Können wir da jetzt irgendwie. Können wir, Vielleicht okay. kann ich einen der leichteren Packen hochziehen. Ja, statt Eisangeln machen wir ein bisschen Salzangeln. Falls wir denn das Salz erwischen, ich weiß es ja nicht. Winterklamotten, das ist doch mal ein Fang. Ah. Schon viel besser. Ach, jetzt hat sie sich umgezogen, okay. Cool. Ohne Aufzug. Fahrstuhl? Heute ist mir ausnahmsweise mal nicht danach, Abgründe runterzuspringen. Vielleicht morgen wieder. Das ist ja Sieht langweilig. aus wie ein Fahrstuhlschacht. Der passende Fahrstuhl ist aber nirgends zu sehen. Okay, dann schauen wir Oh, hier mal rein. hier scheint wohl so etwas wie ein Okay. Kontrollraum zu sein. Und was ist das da unten? Problem gelöst? Noch nicht ganz, aber ich habe zumindest unseren Saboteur gefunden. Es gab da eben einen furchtbar bedauerlichen Unfall. Na, so ein Pech aber auch. Was macht das Wasser? Das ist jetzt nicht so wichtig, ich brauche Sie hier. Oleg, darf Verstehe ich gar nicht. vorstellen? Professor Charleroi, unsere wissenschaftliche Leiterin. Es ist mir eine Freude. Ja, sparen Sie sich das. Wir haben es eilig. Der Chef wird in Kürze hier eintreffen und dann will ich alles startklar haben. Das ist doch die Krankenschwester, oder nicht? Oleg, Sergei und diese Nicole Charleroi. Scheint eine Art Vollversammlung von allem menschlichen Abschaum dieser Erde zu sein. Am liebsten würde ich jetzt durchs Fenster springen und allen dreien. Aber was machen die da unten überhaupt? Und was ist das für eine Maschine? Ich weiß ja nicht wirklich, was hier vor sich geht, aber ich bin mir dafür umso sicherer, dass es irgendeine ganz miese Nummer ist. Und ich weiß, sobald ich auch nur eine klitzekleine Möglichkeit dazu kriegen sollte, dann werde ich denen ganz gewaltig in die Suppe spucken. Ja, oder wir machen einfach Salz in die Suppe. Ach so, wir haben ja gar keine geangelt. Wir haben ja jetzt die Winterklamotten. Ja, aber trotzdem, von der Stimme her hätte ich jetzt gesagt, das ist diese möchte gern geile Tussi da hinter dem Tresen, die da die ganze Zeit am Tanzen war. Was haben wir denn hier? Videorekorder? Nirgends eine Kassette drin. Das ist schlecht. Vor allen Dingen, wenn man die anmachen möchte. Okay. Ein riesiger Plasmabildschirm. Sehen alle unheimlich kompliziert aus. Zumindest für jemanden, der davon unheimlich wenig Ahnung hat. Ja, Hier also sind die Ahnung haben wir 3000 doch. Schalter und keiner ist beschriftet. Ich versuch's gar nicht erst. Warum nicht? Na gut, die würden dann natürlich wissen, dass sie hier oben ist. Bedienelement, da stand doch gerade Auf keinem der Kontrollroboter. Monitore ist jemand zu sehen. Wahrscheinlich kann man irgendwo zwischen den Räumen hin und her schalten, aber ich finde die entsprechenden Knöpfe nicht. Ja, ausprobieren, Mädel, ausprobieren. Okay, die Schränke ist klar. Da haben wir gerade schon. Oder können wir da nochmal rausgucken? Die scheinen da unten alle schwer beschäftigt zu sein. Die Zeit sollte ich nutzen. Ja, am besten um zu fliehen, würde ich sagen. Ein einsamer Sprengkörper ist noch drin. Ich nehme ihn mal an mich. Das ist gut, dann sprengen wir Die uns raus. funktionieren anscheinend so ähnlich wie Handgranaten. Ring ziehen und besser ganz schnell loswerden. Okay, sonst haben wir nichts mehr. Okay. Die Frage ist, warte mal, das war jetzt die Tür, aus der wir gekommen sind. Na genau. Die Frage ist jetzt, brauchen wir dieses Ei? Können wir damit irgendetwas machen? Na gut, etwas explodieren lassen möchte ich jetzt hier nicht unbedingt, aber ich will ja trotzdem alles mal anfassen, sozusagen, alles mal drüber haben. Kombinationen haben wir auch keine. Können wir vielleicht noch mal was angeln? Gibt es da noch irgendwas Leichtes? Okay.
Okay. So, Wäscheball. Frottibettwäsche. Ein ganzer Stapel. Was auch immer ich damit anfangen soll. Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Aber wir gucken mal, ob es mit irgendwas kombinierbar ist. Vielleicht können wir daraus ja auch eine richtige Bombe basteln. Wobei, die haben wir ja eigentlich schon. Sprengstoff haben wir ja schon hier. Ist da noch irgendwas drin? Die anderen Sachen auf der Plattform sind zu schwer, um sie mit der Angel nach oben ziehen zu können. Schade. Okay, Wäscheballen. Hilft uns das bei dem Glas? Wäre jetzt so mein erster Gedanke gewesen. Vermutlich eher nicht. Oh, das Feuer ist schon aus hier, sehe ich gerade. Gucken wir nochmal hier nach. Aber hier war ja gar nichts, ne? Hier war ja nur... Das ist nur diese Sicherungszentrale. Puh, schwer, schwer. Achso, hier konnten wir, glaube ich, noch weitergehen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, dass wir das jetzt mal probieren. Ja. Sag mir bitte irgendjemand, dass ich träume. Wo bin ich denn hier gelandet? Antarktis? Hier wird mich nie jemand finden. Das kann ich vergessen. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wenn wir beim Exit rausgehen, wir auch wirklich rauskommen. Ich habe jetzt gedacht, da ist wieder irgendwas, was uns den Weg versperrt. Ein riesiges oder so. Feld voll mit diesen komischen Dingern. Ich nehme an, dass da Antennen drin sind. Aber was macht man damit? Signale empfangen oder Signale senden? Die Leistung der Anlage dürfte jedenfalls gigantisch sein. Ein Eimer? Ein 10-Liter-Eimer. Können wir den nehmen? Da müsste ja dann Eis drin sein oder so, ne? Nee, der ist leer. Okay, da sah jetzt aus, ob da was drin ist. Der Bau der Station hat bestimmt Unsummen verschlungen. Jemand muss sich davon eine ganze Menge versprechen. Okay, Schneeraupe. Wie haben die bloß all das schwere Gerät hierher bekommen? Das muss ein riesiger logistischer Aufwand gewesen sein. Gelände verlassen. Haben wir denn sonst wirklich nichts mehr, wo wir dann... Antennenwand? Ach, da können wir auch nochmal Gelände verlassen. Oh Gott. Wow, okay, gehen wir erstmal nach rechts. Alter Walfänger. Komplett vom Eis eingeschlossen. Boah. Wie lange der wohl hier schon liegt? Das ist krass. Worauf soll ich denn schießen? So richtig viele potenzielle Ziele habe ich hier irgendwie noch nicht entdecken können. Eine stationäre Harpune. Die Dinger haben eine enorme Durchschlagskraft und eine relativ große Reichweite. Ja, aber du möchtest sie ja nicht benutzen. Eine Jacke? Die Jacke ist völlig steif gefroren. Aber in der Seitentasche scheint noch was zu sein. Ein Flachmann. Wodka wird wohl kaum welcher drin sein. Aber bei der Kälte würde ich mich auch mit Whisky zufrieden geben. Wenn ich nur diesen verdammten Korken aus der Flasche kriegen würde. Okay. Nö, das anscheinend nicht. Okay, Was ist das denn hier? Eisloch? Scheint so, als sei hier mal ein Loch im Eis gewesen. Mittlerweile ist es aber wieder fast vollständig zugefroren. Machen wir jetzt hier Eis an. Mit bloßen Händen werde ich das Loch bestimmt nicht wieder aufbekommen. Okay. Mit dem Eimer vielleicht? Keine Ahnung. Die hat hier so viel, was sie benutzen kann, ne? Womit sie da draufhauen kann und nichts davon. Ja gut, mit dem Ernsthaft? Ein altes Sprichwort sagt, sprenge nie die Eisscholle in die Luft, auf der du stehst. Ich wollte gerade so, sagen. Sei hier mal ein Loch. Ja. Ich wollte es eigentlich wegklicken. Okay, da brauchen wir offensichtlich noch was anderes für. Womit wir das dann. Oh, hallo, Pinguin! Wer bist du denn? Der Pinguin scheint auf irgendwas zu sitzen. Wahrscheinlich brütet er gerade. Ach, dann brauchen wir dafür das Ei. Scheiße.
Die Erkenntnis traf sie mit einem Schlag. Ein Warnschild. Das war keine schöne. Vorsicht, steiler Abgrund. Kann man das nehmen? Vielleicht rast der Nächste dann da in den Abgrund rein oder so. Ich meine, das haben wir ja schon gelernt, jetzt mit dem Max, ne? Vielleicht können wir mit dem Schild, das möchte ich gerne noch mal kurz ausprobieren. Moment, da ist noch was. Da steckte das Schild drin. Boah, echt? Da liegt jemand. Oh. Sind Sie verletzt? Hallo? Ich befürchte fast, dass er tot ist. Seltsam, dass jemand in die Gletscherspalte fällt, der sich hier doch vermutlich auskennt. Außerdem war da doch auch noch dieses Warnschild. Moment. Könnte natürlich sein, dass bei seinem Sturz nachgeholfen wurde. Zuzutrauen wär's den Leuten hier. Ja, hey, jetzt fehlt das Schild, ja. Sieht fast so aus, als hätte man den armen Kerl da unten elendig verrecken lassen. Ich muss wirklich aufpassen. Ein Menschenleben scheint hier draußen nicht viel wert zu sein. Ja, das haben wir schon festgestellt. Da geht es so tief runter, ich kann den Boden nicht einmal erahnen. Okay, dann würde ich sagen, dass wir jetzt noch mal ganz kurz versuchen, das mit dem Schild hier aufzuhauen. Okay, das können wir nicht. Ja gut, war jetzt so mein erster Gedanke. Dann können wir das leider so nicht machen. Dann würde ich nämlich sagen, mit einem Blick auf die Uhr, dass wir erstmal hier einen kleinen Cut machen. Ja, jetzt haben wir so einige Sachen, die wir jetzt noch gefunden haben. Und vielleicht, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht können wir mit irgendwas von den Sachen es doch noch hinkriegen, dieses Ei zu holen, damit wir das Ei austauschen können gegen das vom Pinguin. Ich weiß nicht, ob uns das irgendetwas bringt. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es dann hoffentlich in der nächsten Folge rausfinden. Das wäre jetzt so das, was ich jetzt noch im Kopf hätte, was wir jetzt noch probieren könnten, wie wir jetzt vielleicht weiterkommen könnten. Ich sag erstmal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.